nächste. Der Gast ist männlich, Hausgeburt, eine Mischung aus Ostwestfalen und Ostpreußen. Wegen dieser Kreuzung ist er für sich selbst manchmal unverständlich. Kennengelernt haben wir uns bei Lokalartisten in Bad Oeynhausen, also nicht so weit weg, aber auch in Deutschland. Dafür, dass er wenig Bühnenerfahrung hat, erzählt er ganz plausible Geschichte aus dem Leben eigenen in öffentlichen Dienst Angestellten. Bitte begrüßen Sie mit Applaus Martin Janke aus Minden. Also wir sind ja hier in Ostwestfalen und wir machen nicht so viele Worte und Abend ist ja die Abkürzung für schönen guten Abend. Deswegen Abend. Ja, ich bin ja froh, Johanna, dass du nicht gesagt hast, Hausgeburt. Aber Hausgeburt stimmt, das erinnert mich natürlich dann immer daran, wie alt ich schon eigentlich bin. Nicht eigentlich bin, sondern. Ja, und ich kann sagen, als die liebe Johanna Scheinmann mich angerufen hat und gefragt hat, ob ich hier heute Abend auftrete, habe ich gedacht, boah, sofort, natürlich, habe ich spontan zugesagt. Weil, also so ein Auftritt im Bürgerhaus, in diesem schönen Bürgerhaus, in Porta Westfalica, also, ne, vor solch einem Publikum, das ist ja wie ein Ritterschlag. Das war jetzt die Angliederungsphase, ne? Ja, und dann habe ich überlegt, was machst du denn da, wenn du da auf der Bühne stehst? Meine Johanna hat ja gesagt, ich war im öffentlichen Dienst. Ich war fast 40 Jahre, da kannst du eigentlich nichts. Ja. Aber, dann habe ich gedacht, du kannst dich da noch nicht 20 Minuten hinstellen und den Leuten erzählen, dass du nichts kannst. Das wird ja langweilig für die. Und ja, dann habe ich gedacht, machst du vielleicht was, erzählst erstmal einen Witz am Anfang. Aber der darf ja auch nicht zu derbe sein und heutzutage muss auch vorsichtig sein, dass du keinen beleidigst und erkennen ihn welche. Nee, das ist auch nicht so eine gute Idee. Vielleicht Beamtenwitz. Aber ganz ehrlich, fand ich so abgedroschen. Ja, und dann habe ich gedacht, machst was Lokales. Ne? Sind ja sicherlich einige Leute hier aus der Gegend hier. Da kann ich so, eine Spitze muss ich da loswerden. Also Porta, die Lokalpolitik, die haben schon so einen eigenen Schaden, kann man ja sagen. Also die haben hier vor einigen Jahren, haben die verhindert, durch ihr Veto, dass die gelbe Tonne für Restmüll eingeführt wird. Nee, die haben gesagt, also das könnte sein, dass das für unsere Bürger 2 Euro teurer wird im Jahr. Das können wir denen nicht zumuten. Und dieselben Lokalpolitiker, kurze Zeit später, haben die Grundsteuer A, die Grundsteuer B und die Gewerbesteuer erhöht. Und das hat 2 Millionen in die Stadtkasse gebracht. Ich meine, 2 Euro gegen 2 Millionen, da musst du schon Humor haben, wenn du das verstehen willst. Ja, und aber es gibt ja nicht nur Negatives hier in Porta. Ist ja auch schön. Johanna hat ja gesagt, Porta ist gar nicht so bekannt. Porta Westfalica, die hochverschuldete Stadt am Weser und Gebirge. Nee, also sollte doch eigentlich jeder kennen. Das Tor zu Westfalen, Porta Westfalica. Also die Römer sind bis hierhin gar nicht gekommen. Und es gibt aber auch schöne Sachen hier, muss man ja sagen. Also hier in Ausberge, wo wir sind, haben die ja den kleinsten Weihnachtsmarkt mit einer Bude. Ja, das, ich meine, das ist ein Herausstellungswert. Aber auch das wird ja hier in Ostwestfalen nicht so ohne weiteres hingenommen. Also kaum stand das ein paar Mal in der Zeitung, Hausberge, kleinster Weihnachtsmarkt, da kommt in der Nachbargemeinde so ein Verein und sagt, wir haben auch noch eine Bude, aber die ist kleiner als eure, die hat nicht so klein. Das ist dieser ostwestfälische Neidfaktor hier. Den gibt es wirklich. Ja, aber sonst natürlich touristisch, ne? Ist schon schön hier. Also auf der einen Seite der Fernsehturm, auf der anderen Seite das Denkmal vom Kaiser. Ja, und da muss ich Ihnen eine Geschichte erzählen. Also ich bin mit meiner langjährigen Mitbewohnerin, die genauso lange meine Ehefrau ist,
sind wir auf Rügen in Binz, sitzen da im Straßencafé und unterhalten uns darüber, dass das Denkmal vom Kaiser ja restauriert wird. Und am Nebentisch, ja, ich hatte ihn gar nicht gesehen, sitzt so einer in Bayern München Trikot. Ja, die kann ich ja so gut ab. Ja gut, dann dreht dieser Bayer sich um und sagt, ja, sonst einmal, haben Sie wirklich doch bei sich ein Denkmal vom Fußballkaiser Franz Beckenbauer? Ich gucke diesen Bayern an und denke, oh, was will denn von dir? Und dann höre ich mich sagen, ja, haben wir. Und da gibt es ein Restaurant und da soll Lukas Podolski mitmachen. Der Bayer sitzt da mit offenem Mund und sagt, ja, mein, das ist ja fundig, der Lukas kann das auch, der hat ja schon einen Dönerladen. Ja, und ich denke, oh Gott, wie kommst du jetzt aus der Nummer wieder raus? Und der Bayer dreht sich um, nimmt einen seinen Hefeweizen und spart gar nicht mehr. Ja, so war das. Ja, und muss ich jetzt noch mal ganz kurz so ein bisschen in die Politik gehen. Also, wir haben jetzt eine neue Regierung hier in Deutschland und unter anderem haben wir ja auch einen Heimatminister. Und ich habe überlegt, was macht denn so ein Heimatminister eigentlich? Was hat der für Aufgaben? Der muss sich doch eigentlich um jeden Scheiß kümmern, oder nicht? Und also ich hätte dann Vorschlag, was so ein Heimatminister machen kann. Der könnte in einem Gesetz- und Verordnungsblatt dafür sorgen, dass es in Deutschland schöner wird. Und das möchte ich Ihnen mal kurz erzählen.